Denn die Harmonie ist für uns immer ein wichtiger Ansprechpartner, wenn es darum geht, Projekte zu fördern, die wir nicht unbedingt der Stadt Kassel, den Steuerzahlern auferlegen möchten, wo wir aber glauben, dass ein solches Projekt der Stadt, seinen Bürgern und heute insbesondere den jungen Besuchern, den Kindern und Jugendlichen eine Freude bereitet. Ich freue mich, dass zu dieser Veranstaltung tatsächlich auch einige Kinder erschienen sind. Ja, wir sind heute hier vor dem Baumhaus am Wildpark. Ich habe gesagt damals, Herr Leier, das Baumhaus ist ein bisschen untertrieben. Es ist ein Baumpalast-ähnliches Gebilde und ist eine Bereicherung für diesen Wildpark, ohne Zweifel. Aber schon damals bei meiner Erstbesteigung ist schon aufgefallen, dass gerade bei großer Benutzer, bei vielen, vielen Benutzern ein gewisses Gedränge sich dort breit macht und irgendwo man instinktiv, zumindest wenn man die 40 genommen hat, man nach einem schnellen Abgang sucht. Und ich bin sehr froh, dass diese Idee, dieses Gefühl offenbar nicht nur alleine mich beschlichen hat, sondern auch die Harmonie, die offenbar auch zu den eifrigen Nutzern dieses Gerätes gehört. Und erneut ein Wunsch der Stadtverwaltung bzw. heute des Forstamtes bzw. des Wildparkes in Erfüllung gegangen ist und wir einen solchen Abgang, kann man fast gar nicht sagen, einen solchen Fluchtweg, eine solche Rutsche jetzt hier installieren konnten, eine Röhrenrutsche von circa 9 Meter Länge. Ich behaupte mal ungeschützt, es ist die längste Röhrenrutsche in einer Freiluftanlage. Ich glaube, in Silvana ist sie ein wenig länger, aber das ist, wie gesagt, ja auch einem Hallenbad zugehörig. Und ich blicke schon mit bangem Gefühl der Jungfernfahrt entgegen. Hier, Dorsch, schicke dich aber vorneweg als Voraustrupp. Ja, lieber Sebastian, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, vielen Dank für die wunderschönen Worte, Hand gegeben für die Zukunft. Das macht Sinn, dass wir weiterarbeiten, Hand in Hand mit der Verwaltung, was ja immer besser geworden ist. Ich will die Vergangenheit ja nicht zitieren, aber die Zukunft liegt ja vor uns. Und ich freue mich ja, dass auch von der Harmonie sehr viele Damen und Herren gekommen sind, die auch von mir herzlich willkommen geheißen werden. So etwas wie hier, so eine Riesenrutsche, 9 Meter habe ich mir auch gerade eben sagen lassen. Und ich runde das mal nach oben ab und ergänze, darf das ergänzen, 6 Meter über Grund. Damit jeder weiß, was ihm blüht, wenn er nachher rutschen wird. Wir haben insgesamt 10.000 Euro von der Gesellschaft Harmonie hierzu gegeben. Es war ein kleinen Schlag teurer und ich fordere ganz einfach auf zum Spiel und dass wir hier auch runter rutschen. Und dabei fordere ich das natürlich auch ein mit einem, man könnte schon sagen, fränkischen Wort. Das heißt, lieber aus dem Baumhaus rutschen, als mit der SPD zu knutschen. Also das wäre vielleicht eine Aufforderung an den Oberbürgermeister. Gilt natürlich in erster Linie für den Oberbürgermeister, selbstverständlich, hier jetzt dieses Spiel mit mir zu machen. Und ich gehe einfach da mal jetzt hoch und du folgst mir und dann machen wir, dass wir wieder runterkommen. Er kommt ja nicht gleich. Er ist stecken geblieben. Jetzt. Was wir im Jahre 2009 in Betrieb nehmen konnten, hier allein im Wildpark, also zeigt die Harmonie bereits großes Engagement. Beachten Sie aber auch, dass wir im Stadtgebiet selbst vieles von der Harmonie schon gespendet bekommen haben. Jüngst erst das schöne Denkmal an der Maxbrücke, die Olympia-Morata-Statue, das Marktbrünnle, all das sind Spenden von der Harmonie und wir fühlen uns diesem Verein natürlich besonders verbunden. Also lieber Hörer, wenn noch Spender sind, die diesen Film sehen, spenden Sie für den Wildpark oder überhaupt für die Stadt Schweinfurt, damit Schweinfurt schöner wird. Dazu möchte ich auch aufrufen.
Radio Primaton. Das Mai.